Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die prozessuale Abwicklung von Steuerungshandlungen in Verbindung mit intelligenten Messsystemen. Es gibt eine Veröffentlichung von der Bundesnetzagentur vom 12. Mai. Beim aktuellen aus Beschlusskammer 6 zu sehen. Wir klicken da einmal drauf, dann sind wir hier drauf. So, es gibt ein Festlegungsverfahren, also auch eine Konsultation öffentlich. Da kann man jetzt also ein Feedback zurückschicken zur prozessualen Abwicklung von Steuerungshandlungen in Verbindung mit intelligenten Messsystemen. Wonach klingt es? Wir können also nachher Steuerungen über den Smart Meter abbilden für angeschlossene Geräte im Sinne von Smart Home, aber auch im Sinne von Steuerung von erneuerbaren Energieanlagen, Speicher und elektromobile Ladestationen, ne? Da geht einiges. So, zunehmende Verbreitung von intelligenten Messsystemen, kommt so langsam. Ausweitung des Leistungsumfangs, da wird es interessant. Leistungsangebot muss dann entsprechend erweitert werden. Der Messstellenbetreiber muss also den Marktteilnehmern mehr anbieten. Übermittlung von Netzzustandsdaten, Ist-Einspeiseleistung und perspektivisch auch die Steuerung von Anlagen und Verbrauchseinrichtungen über das intelligente Messsystem. Da wird es dann interessant. Beschlusskammer will dazu standardisierte Marktprozesse gerne angehen. Also wurden hier mit dem BDW zusammen, wie immer, mit den Expertengruppen, wurde ein bisschen definiert, was könnten diese bestellbaren Leistungen sein, wie könnten die durch Prozesse abgebildet werden. So, um Anforderungen besser umsetzen zu können, so, die nicht mehr nur auf eine einzelne Marktlokation laufen, wird es jetzt eine neue ID geben, die NELO-ID, die Netzlokations-ID. Wir haben die MELO, Messlokation, wir haben die MALO, Marktlokation und wir haben die NELO, Netzlokation. Das ist praktisch ein Netzanschlusspunkt, das ist die Leitung, die dann mehrere Marktlokationen miteinander verbindet. Ja, so kann man sich das in etwa vorstellen, wird aber interessant, ne, wegen Leistungskurve, wegen Blindarbeit, also da kann man an dieser Stelle gerne auch Prozesse laufen lassen. Also, es gibt jetzt eine Konsultation für dieses Festlegungsverfahren, wo genauer beschrieben werden soll, wie das alles dann läuft. Wenn ihr weiter runter geht, ne, dann seht ihr eine GPKI. Vergleichsversion heißt, hier haben wir dann das Delta, was gestrichen ist, ist durchgestrichen, was neu ist, ist markiert. Oder auch die Leseversion, die ist dann halt sauber, aber da muss man halt schon wissen, was jetzt anders ist. Ne? Oder wenn man ganz neu einsteigt, hier ist die Leseversion. WIM genauso, Vergleichsversion und Leseversion. Weitere Dokumente, Excel-Formular zur Abgabe der Stellungnahmen. Hiermit kann also die eigene Meinung, der eigene Vorschlag abgegeben werden an die Bundesnetzagentur. Und hier sind nochmal Erläuterungen zu den bestehenden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Das ist nur eine Seite. Das kann man sogar mal lesen. Da steht dann drin so ein paar Rahmenbedingungen, wie das alles gemeint ist. Umsetzung Oktober 23, Konsultationsbeträge bis Beiträge bis zum 22. Juni 22. Also jetzt ein guter Monat seit Beschluss. Bitte nur über das Excel-Formular abgeben. Könnte veröffentlicht werden. Also gerne Betriebsgeheimnisse schwärzen. Abgabe nur über E-Mail an die Adresse hier. Soweit das. Jetzt gehen wir mal auf diese eine Seite rechtliche regulatorische Rahmenbedingungen. Das ist also wirklich nur eine Seite, mega. So, zum besseren Verständnis, keine Aussagen, ob und wann Steuerungsbefehle unter zwingender Nutzung eines MSP sind, sondern hält lediglich die Rahmenbedingungen fest, unter denen der MSP das Leistungspaket Steuerung grundsätzlich zu erbringen hat. Also. Die Herstellung der Steuerbarkeit und laufende Durchführung der Steuerung im Sinne von MSBG zählt gemäß zu den Leistungen und damit zum Verantwortungsbereich des Messstellenbetreibers. Der muss also diese Steuerung umsetzen können. Alle Komponenten an der Messstelle, die für die Herstellbarkeit und die laufende Durchführung erforderlich sind, zum Beispiel eine Steuerbox, sind gemäß MSBG hiervon umfasst. Nicht jedoch technische Einrichtungen im Sinne des EEG, mit denen der Anlagenbetreiber die Steuerbarkeit ermöglichen muss. Ihr kennt das, wenn EEG-Anlagen fernsteuerbar sein müssen. Ganz klar ist es zum Beispiel bei einem virtuellen Kraftwerk. Wenn also Steuerbefehle von außen kommen würden, vom Netzbetreiber oder vom Vermarkter, liebe Anlage, fahr dich gerade runter oder speichere jetzt nur ein oder jetzt bitte voll Einspeisung. Ne? Solche Befehle sind hier und da bei EEG-Anlagen sowieso schon Pflicht. Das ist hiermit nicht gemeint, sondern wirklich die kompletten, ich sag mal, Smart Metering-Steuerungsmöglichkeiten, die hier dann eben auch im Kontext des intelligenten Messsystems greifbarer werden. Weitere Aufgaben im Zusammenhang mit Durchführung der Steuerung gehören ebenfalls zum Leistungs- und Verhandlungsbereich des Messstellenbetreibers. Die Marktrolle MSB muss also sicherstellen, dass
bei überschneidenden Steuerungsbefehlen eine Priorisierung und Koordination stattfindet und das mit der höchsten Priorität versehene Signal umgesetzt wird. Wenn also MSBG und EEG aus beiden Richtungen hier Steuerungstätigkeiten notwendig sind, muss auch priorisiert werden, was ist davon die wichtigste Steuerung. Cool, ne? So, MSBG berücksichtigt hierbei die gesetzlichen und regulatorischen Grundsätze der Priorisierung und Steuerungsansicherung. Schaltsignale der Übertragungsnetzbetreiber oder Verteilnetzbetreiber nach 13a Energiewirtschaftsgesetz genießen absoluten Vorrang. Sollten steuerbare Verbrauchsanrichtungen nach 14a Energiewirtschaftsgesetz da sein, ist das wichtiger als der ganze Rest. Aber trotzdem ÜNB-NB nach 13a Nummer 1, danach 14a und dann alle anderen Steuerungen, also auch Kunde will einfach nur Smart Home Steuerung, das ist dann im Zweifel unwichtiger, also etwas später erst umzusetzen. Ort der Priorisierung, zeitkritisch, muss direkt und ohne Umwege erfolgen, also vor Ort. Außerhalb der Marktkonversion, außerhalb des Backends, muss also direkt vor Ort am Gerät stattfinden können. Standard- oder Zusatzleistung. So, hier ist bis zu zweimal am Tag eine Änderung des Schaltprofils vom MSBG anzubieten. Darüber hinausgehende können gegenüber mit einem zusätzlichen Entgelt dann auch abgerechnet werden. Alles klar. So, einfach nur ein paar Rahmeninfos. Eine Seite. Dann gehen wir mal in GBKI und WIM. GBKI. Ach, sind ja nur 278 Seiten. Aber keine Sorge, wenn wir in die WIM gehen, sind ja nur 194 Seiten. Nee, wie würde man jetzt mit solchen Dokumenten umgehen, damit es jetzt auch kein 40-minütiges Video wird? Wir haben hier ein Inhaltsverzeichnis. Und dann gehen wir mal ein bisschen runter. Noch ein bisschen. Jetzt haben wir es geschafft und sind jetzt bei den ersten Informationen und dann kommt diese Abkürzungs- und Definitionsliste. Hier gibt es ein paar Änderungen, die sind schon mal gut lesbar, weil es immer nur so eine Zeile hier ist mit zwei Spalten. Definition einer Konfigurationsvoraussetzung. Hä, was? Okay. So, für bestimmte Konfigurationen, also bestimmte Einstellungen, Parametrierungen von Zählern, müssen bestimmte Voraussetzungen definiert vorliegen. Das ist also der Zustand, der da sein muss, bevor so eine Bestellung und Umsetzung von Fähigkeiten am Smart Meter durchgeführt werden können. Also zum Beispiel eine CSL-Definition müssten da sein. So. Eine solche Definition ist also zum Beispiel eine CSL-Definition, eine Schaltzeitdefinition oder eine Leistungskurvendefinition, deren Inhalte vom Netzbetreiber oder Lieferant festgelegt und übermittelt worden sind. Also, Kunde hat was mit dem Lieferanten klargemacht, Lieferant will es bestellen. Das ist also diese Situation mit der Voraussetzung. Okay, dann geht man so ein bisschen weiter. Leistungskurvendefinition beinhaltet die Informationen, zu welchen Zeiten und wie sehr die Leistung über- oder unterschritten werden darf. Das ist also praktisch eine Beschreibung, wie die Leistung über das Jahr hinweg an der Stelle sich verhält, also wie hoch die ist. Und diese Kurvendefinition gibt jetzt nochmal an, wie sehr es auch davon abweichen darf. Das ist im industriellen Bereich natürlich am relevantesten, wo wir ja bisher RLM-Zähler haben, Leistungszähler, Lastgangzähler und dort die Leistung ja auch gemessen wird. Also das ist immer eine Momentaufnahme, praktisch so die Intensität aus der Leitung. Und hier wird einfach dann beschrieben, wie die auszusehen hat. Anhand der Erfahrungen, anhand des Kunden, der dahinter steckt. Ja, also das muss dann einfach beschrieben werden. Modell 2, will ich noch kurz darauf eingehen, das haben wir in einem Video zum vorgangsscharfe Energiemengenzuordnung beim Ladevorgang. Ladevorgangsscharfe Energiemengenzuordnung in der Elektromobilität. Da ist das Modell 2. Das ist hier mit referenziert, denn Achtung, natürlich ist diese GPKE, die jetzt hier vorgeschlagen wird, nicht nur mit den Änderungen rund um Smart Metering versehen, sondern auch mit den Änderungen rund um dieses Elektromobilitätsthema, was sich in der letzten GPKE noch nicht ganz niedergeschlagen hatte. Toll. So, Netzgangzeitreihe ist genau für dieses Thema der Bilanzierungsgebietsübergabe gedacht. So, die NELO-ID, die Netzlokations-ID, die Netzlokation, wie sie im späteren Kapitel beschrieben wird. Und dann kommt was Interessantes. So, Steuererlaubnis kann bestellt werden,
Damit würde das intelligente Messsystem dann eine Steuerung mit einzelnen Steuerbefehlen umsetzen. Schaltzeitdefinition, ja, kennen wir ein bisschen aus dynamischen Tarifen, wann, was, wohin praktisch gesteuert werden soll. Am Ende ist das eine Angabe, wie eine Datenbank die Daten wo ablegt, ja, damit dann am Ende vielleicht eine Abrechnung stattfindet oder auch damit Steuerbefehle praktisch die richtigen Tätigkeiten dann auch auslösen. Ne, sowas wie Schaltverlauf. Ne? Also was soll das Gerät wann wie machen? Das ist am Ende diese Schaltzeitdefinition. Werte nach Typ 1 und Typ 2. Mega. Also Typ 1. Werte, die im Rahmen der Netznutzungs-, Bilanzkreis- oder Mehr- oder Mindermengenabrechnung genutzt werden oder bei einer C-Zeitdefinition genutzt werden, sind Typ 1. Werte, die nicht Netznutzungs-, Bilanzkreis- oder MEMI und auch nicht Zählzeitdefinitionen sind, sind Typ 2. Anders gesagt, Typ 1 sind die echten Werte, mit denen wir praktisch in Abrechnungsthemen, Bilanzierungsthemen zu tun haben. Typ 2 sind alle anderen Werte, die einfach so für irgendwelche Services für den Kunden vielleicht relevant werden. Ja, und dann kann man so ein bisschen weitergehen, da haben wir so diverse redaktionelle Anpassungen und dann war es auch schon mit dieser Definitionsliste. Ich will jetzt ja nicht durch 300 Seiten durchscrollen, das wird jetzt auch ansonsten hakelig, aber ich will mal ein bisschen runtergehen. Ja, zum Beispiel bei der Kündigung haben wir nichts, aber beim Lieferende, genau, beim Lieferende gibt es jetzt zum Beispiel dann eine Ergänzung. Nachbedingungen, wenn ein Lieferende durchgesetzt ist, ne? Der Netzbetreiber beendet den Zählpunkt für die Netzgangszeitreihe im Fall der Stilllegung oder wenn die Malo jetzt Modell 2 zugeordnet wird. Also wenn wir jetzt hier diese Elektromobilitätszonungsgeschichte machen, das ist also eine Marktlokation, die nur für Elektromobilität zu nutzen ist, dann ist hier eine Beendigung. Nach GBKE auch jetzt möglich, neben der normalen Beendigung. Also solche Veränderungen findet ihr hier in diesem GBKE-Entwurf, der nun zur Konsultation steht. Insoweit könnt ihr hier ja durchscrollen und euch mal anschauen, was euch interessiert. Auch da, wie immer, geht davon aus, was mache ich, was interessiert mich in meinem Job, welche Prozesse haben damit zu tun und dann springt in diese Prozesse. Ihr findet dann auch hier und da ja zum Beispiel neue Diagramme, ja, oder neue oder Änderungen an den Diagrammen. Ihr würdet dann zum Beispiel eine Streichung erkennen, indem diese rot durchgestrichen ist. Ne? Das ist hier so ein roter Strich durch, dann ist es nicht mehr so, dann gibt es eine neue Version. Hier zum Beispiel, ne? Roter Strich heißt, das ist so nicht mehr aktuell. Und das hingegen ist dann die neue Variante. Ne? Und was dann im Detail sich geändert hat, kann man sich dann natürlich anschauen. Hier zum Beispiel haben wir eine Darstellungsänderung vermutlich und hier nochmal was Neues. Alles klar, damit könnte ich dann arbeiten. Ganz offen gesagt, geht diesen Weg, wenn ihr euch mit diesen 300 Seiten hier beschäftigen wollt, denn sonst ist das nicht handelbar, natürlich nicht. Also man kann hier nicht einfach nur durchscrollen und sich alles mal anschauen. Guckt, was von diesen Themen hier für euch interessant ist. Sind es Stammdaten, sind es Geschäftsdaten, sind es Wechselprozesse? Gibt es dann dort Änderungen? Guckt einfach mal rein. In der WIM, mit ihren 200 Seiten, ist es nicht viel besser. Auch hier natürlich am Anfang diese Definitionen, ist jetzt die gleiche Tabelle im Großen und Ganzen. Und dann haben wir die einzelnen Prozesse. Ne? Auch da, ne, Beendigung der Konfiguration, alles klar. Wir sehen also hier und da Änderungen an den Beschreibungen, aber dann auch hier in den Diagrammen. Ne, das hier ist Beginn Messstellenbetrieb. Ist ein bisschen, also das ist jetzt, selbst hier im Original ist das so verpixelt. Das ist jetzt hier, wie gesagt, Beginn Messstellenbetrieb und dann, wenn Messstellenbetreiber alt jetzt bisher eine Konfiguration hatte, die jetzt praktisch beendet wird durch den Wechsel, dann hat der die Beendigung der Konfiguration als Prozess anzustoßen. Alles klar. Ja, also relativ logische Geschichten hier, also nichts völlig Verrücktes oder Überraschendes. Wenn auf diese Weise könnt ihr damit arbeiten, geht halt da so durch, ne? Da findet ihr irgendwelche Sachen. Ich würde es eigentlich nur noch mal gucken, das müsste aber auffallen, wenn ich scrolle, ob ich hier irgendwo die Messwertangaben finde. Das ist eine etwas breitere Tabelle. Da dürfte das Format sich auch tatsächlich ändern. Ich hätte natürlich auch nochmal ins Inhaltsverzeichnis springen können. Aber das wäre ja jetzt langweilig. Hier haben wir es auch schon. Na, die Darstellung der zu übermittelnden Werte. Und dann haben wir es hier zum Beispiel, ne, eine weitere Angabe. Verbrauch, wenn hinter dem Netzanschlusspunkt, also hinter der Nelo, sowohl Verbrauch als auch Erzeugung stattfinden und dabei der erzeugte Strom nicht vollständig eingespeist wird. Also ein bisschen Eigenverbrauch. Dann ist es hier ein weiterer definiertes Verbrauchsszenario, sag ich mal.
So, ja, okay, das ist hier eingefügt in den ganzen Aspekten. Dann gibt es hier nochmal die Änderung, das Wort Parametrierung, das ist eine Konfiguration, alles klar. Und schon kann man damit weiterarbeiten. Ja, auf diese Art und Weise würde ich euch empfehlen, mit diesen Dokumenten zu arbeiten. Geht halt rein, sucht, ob ihr einen Prozessbereich findet, der für euch interessant ist, und dann arbeitet damit. Genau, hier ein neuer Use Case. Abrechnung einer für den ESA erbrachten Leistung. Alles klar, damit kann man dann ein bisschen arbeiten, bla bla bla. Ne? Auf diese Art und Weise würde ich das euch empfehlen. Wenn ihr dann Anmerkungen habt, wie gesagt, holt euch die Excel. Ne? Schreibt da rein in Kapitel 1 folgendes, in Kapitel 10 folgendes, in Kapitel 25 folgendes. Und dann schickt es an die E-Mail-Adresse Poststelle so und so. Und damit habt ihr dann auch in dieser Konsultation rund um das Festlegungsverfahren zur prozessualen Abwicklung von Steuerungshandlungen in Verbindung mit intelligenten Messsystemen und dem Saalbestellprozess auch geholfen. Okay, so viel erstmal dazu. Ist ja trotzdem ein langes Video schon geworden. Das läuft jetzt also bis Mitte Juni. Gebt da gerne ein Feedback ab, wenn ihr mit dem Thema zu tun habt. Smart Metering ist immer interessant und wichtig und das muss jetzt weiter standardisiert werden in unsere Massenprozesse, damit wir das auch besser automatisiert abbilden können. Okay, so weit dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen, dann gerne auch schon mal unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es auch da Kommunikation und Diskussionen mit diversen Teilnehmern, die sich mit dem Thema sowieso beschäftigen. Und ansonsten, ja, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr auch die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Geht auf n1.de, auf unsere Lernplattform, da haben wir diverse tolle Produkte, Online-Kurse, E-Books und so weiter, auch Tickets für Veranstaltungen. Und ja, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.